So, hallo, ich begrüße euch wieder ganz herzlich zu einem Vlog von mir. Ich habe ein neues T-Shirt. Ja, mein Schatz hat mich gerade zu schnell geredet. Ja, Hintergrund ist vielleicht, wartet, so, ich bin jetzt in einem anderen Raum. Wie ihr sehen könnt. Und jetzt zeige ich euch einfach mal mein Zimmer. So. Mein neues Zimmer, Freunde. Mit einem einfach super gleichen Ausblick. Wenn man hier mal die Rolle hoch machen wird. Warte, ich muss mich nur hinstellen. Dass ihr mich seht. So, hier. So. Ich mache jetzt hier mal kurz das hoch. Und das Fenster auf. Mein Ausblick auf die Burg, sehr schön. Ja, hier wird eine FCA-Ecke entstehen. Hier, wo ich mich jetzt befinde, hinter mir. Die Wand wird noch gestrichen. Und dann wird hier so, dann wird diese Ecke hier zur FCA-Fan-Ecke, wo wir uns einmal vor und nach Spielen aufhalten werden. Mein neuer Schrank, auf den ich sehr stolz bin. Weil ist alles super sortiert. Schaut euch das mal an. Hab schon mal so einen sortierten Schrank gesehen bei einem YouTuber wie mir. Nur Minuten macht fest, ist sicher so korrekt. Und hier sind meine schönen Anziehsachen. Jacke, normale Jacke. Ja, ein paar Jacken sind hier für mir. Und noch ein paar andere Sachen. So. Jetzt war das nur das Schwafel. Schrank, gut. Denn ich muss euch noch was ganz Bestimmtes zeigen, was sich hier oben befindet, denn ich habe ein Bad. Mein Bad. Tada. Schaut euch das mal an. Ist das nicht schön? Ja, ich bin gerade da. Hallo. Ja. Hier habe ich auch noch ein Fenster, was ich aufmachen kann. Mache ich jetzt mal ein bisschen Luft im Bad. Bestimmt nicht gut schlecht. Ist echt schwer, mal wie das Bad Zimmerfenster aufzumachen. So, zack. Hier habt ihr auch noch einen kleinen Spalt, wo ich rausklicken kann. Ja. Und ich muss euch nachher noch was Bestimmtes zeigen. Nämlich, ich habe hier ein Echo dort stehen. Und mit dem kann ich so viele Befehle erteilen. Das ist aber, der macht alles. Ja, was ich euch sagen wollte. Ich habe mich beim Zoo beworben für ein Praktikum im Sommerfeld, wo ich angenommen worden bin. Deswegen wird es in der Zeit keine Videos von mir geben. Vielleicht nach der Arbeit, aber vor der Arbeit nicht. Das ist nämlich recht früh, wo ich da anfangen muss. 7.30 Uhr muss ich anfangen, Freunde. Wird lustig. Ja, hoffen wir mal, dass es was wird. Und ich habe mir ein neues Spiel für einen PC besorgt. F1 2019. Wo man Solo machen und man kann auch eine Karriere starten. Aber dann muss man bei der F-Formel 2 anfangen, was ich mir nicht antun werde. Vielleicht schon. Ich lasse es euch bald wissen, was mich sehr freuen wird. Echt, wenn ihr mir sagen würdet, wie ihr es findet, wenn ich mal weitere Roomtouren mache. Hier. In meinem neuen Zimmer. Hier wird auch vielleicht irgendwas anders sein. Mal, wenn sich ein Freund verletzt, hier oben in meinem Zimmer wird hier die Verarztungsecke sein, wo die Arztspiele-Ecke wird hier hinten sein, muss hier hinten noch, dann habe ich hier meine Musik-Ecke, sag ich euch mal, ist also steht, also Klavier und meine Trompete, sag ich euch mal kurz, so meine Trompete und meine Gitarre, ich spiele ja vieles, so. Ich habe mal Gitarre gespielt, bin zwar Trompete, mein angefühltes Instrument, ich weiß es nicht. Ich habe hier auch noch ein schönes Ferrari-Lenkrad. Zeige ich euch auch mal. So, stelle ich euch hier mal so hin. Warte, ich muss euch hier so hinstellen. Dann seht ihr es vielleicht auch. So, kann man hier schon einlenken. Ganz lustig. Sobald ich mal den Simulator oder so bringe auf meinem Kanal, wenn ich es mal bringen soll, ist euch überlassen, ob ich es bringen soll oder nicht.
Ja, worauf wollte ich noch? Ach ja, auf Netflix Serien und Filme. Es gibt Batman, The Dark Knight, Batman Begins und The Dark Knight Rises auf Netflix. Es gibt auch Fortnite 1 und 2. Es gibt auch, wartet, ich muss euch irgendwo hinstellen, dass ich mich hinlegen kann, ich bin gerade recht müde. So, mache ich euch mal so. So, ja. Quarantänezeit. Ey, das ist nervig. Weil ich ja gerade einen Abschluss habe. Hoffe ich noch lernen muss, PCB zum Glück meine letzte Prüfung. Ach ja, im Hintergrund, wenn ihr es nicht sehen könnt, stehen meine ganzen Schiffe. Hinter mir ist die Black Pearl, die man zumindest kennen sollte. Aus dem Fluchtgebiet-Film mit an der gelben Sternchen von Anakin. Dann da hinter mir sieht man das. Ah, zu niedrig. Ein bisschen drehen. Hier ist das. Ich habe es schon gesehen beim Schwenker. Der Falke und noch ein paar andere Raumschiffe. Und einen Jacket von Kylo Ren. Worauf ich auch sehr stolz bin auf das große Ding. Hier steht noch der Teil von Kylo Ren aus Episode 8. Ich hoffe, dass mein Vater irgendwo ist, wo ich ihn euch auch mal sagen meine, der ist recht groß geworden. Ja, ich habe Kriminellen. Ich habe noch mein Captain America Schild, falls jemand hochkommen sollte, der Captain America Schild über den Kopf. Das ist halt das Holz, nicht so. Ist halt nicht echt aus Vibranium. Und ja. Ich bin halt gerade sowas von K.O. Man sieht es vielleicht, meine Haare sind ein bisschen zerstört, das ist von meinem Helm. Ich weiß nicht, ob ich heute noch was bringe. Ich weiß es echt nicht, ob ich heute noch ein Video bringe. Aber vielleicht schon, ich weiß es nicht. Ich habe hier ein altes Klassenfoto aus der 4. Klasse. Vielleicht findet ihr mich da. Also, Klassenfoto ist recht alt, 4. Klasse, wie gesagt. Das da ist meine, war damals meine Lehrerin und da unten sind wir. Also ich, Tom, Niki, wo ist Timo? Da ist Timo. Vani, die jetzt weg ist, die ist nicht mehr in der Gruppe dabei. Die ist nämlich umgezogen, also weggezogen von uns. Philipp und ja, das ist ATTN. Das heißt ATTNN, weil Nils doch jetzt schon ist aus der alten, nee, die Überklassenlehrerin von Windows war. Die meisten sind doch in Hochzoll, manche nicht mehr, leider. Und ja, Nikita ist halt einer meiner besten Freunde. Wenn ich ihm mal was ausleihe, bringt es mir zurück und noch ein kleines anderes als Dankeschön, dass er mir eine Limo mitbracht. Sehr nett. Freund. Ja, Frau Grünecker, die hat jetzt geheiratet, wer es nicht weiß. Ich habe auf ihrer Hochzeit standesamtlich Trompete gespielt, nämlich Psylopor, was ich gespielt habe. War sehr schön. Und ja, das war halt unsere alte 4. 34C. Frau Grünecker, Alina. Name vergessen, Vanessa, Niki, Tom, ich, Fabi, Timo, Karina, auch Namen vergessen, Julia, ne, Alina, L und Alina K, ja, Tom ist eben ein ziemlicher Vollidiot. Chiara, das glaube ich, das andere. Das ist Lea, die meine roten Haare verknallt hat. Also, ich so genervt, dass sie dauernd hinterher gelaufen. Das ist Edde, da oben, mit Brille. Wir haben so einen Spruch gehabt früher: Edde holt die Edde raus. man sieht vielleicht auf deinem Bartansatz, deinen Pflaumen. Sieht man nicht auf der Aufnahme, hoffe ich jetzt mal. Und man sieht vielleicht im Hintergrund. Ich mag Minions. Mein Minion-Bettwäsche
Vielleicht zurück zum Foto. Ich muss zugeben, das Foto ist echt zu alt. Da waren wir noch recht klein. Und verspielt, dann ist Jojo, der wird auch noch zu klicken. Aber ich habe nicht auf WhatsApp, aber Tom kann ihn gerne in die Gruppe reintun. Wir alle mögen ihn, ja, Nils mag ihn auch. Und wie sieht man es mal? Also, gerade Lateinministranten, deswegen muss ich Lateinministranten Videos von mir geben. Und an einem Tag wie heute wäre ich halt mal gerne mit meiner Oma, also nicht da, weil meine Oma gefährdet ist von Corona, eine Puppenkiste gewesen, weil da kann man solche einfach, wenn die Tate sind, solche Fotos machen, die Fans selbst in die Hand nehmen, da ist ein Website-Rekord. Da gibt es jetzt Rekord. Ja. Kann ich auch nicht sehen, das stimmt nicht auf Zug. Wenn sie sich, meine Mutter hat mir mal die Haare geschnitten, wollen zumindest so sehe ich meine Seiten aus. Ja. Das war auch sehr schön. Ich durfte die Fans mal selbst führen. Es gibt noch viele weitere Sachen, die ich euch zeigen kann, aber nicht darf. Ach ja, ich habe zurück zu den Filmen auf Netflix. Es gibt auch Lukas, Jim Knopf und Lukas, der Motivführer in echt, mit einem Baum und so, auf Netflix zum Runterladen. Ich kann nur empfehlen, wer FDA-Fan ist und Lummerland mag, das Lied, ein Internet zu werden. Kann ich nur weiterempfehlen, sehr schön. Und wer Dresden Dramitz kennt und mag, Hubert und Staller oder keine Ahnung was. Irgendwas mit dem Dramitz, wie mein Lieblingsfilm von ihm ist. Wartet, nachdenken. Der Schüler meint, wo er mit Bulli zwei, also er ist der Blutsbruder von Bulli in dem Film. Und die sind mal wieder im Slumwasser geraten. Weil, wer den Schauspieler jetzt kennt, nochmal von dem Bösen, vom Santa Maria, ich hab gerade vergessen, wie er heißt, der verkauft den beiden ein Stammlokal und es hat nur eine Fassade, blöderweise. Aber als sie dann so ankommen, so, die Mitarbeiter von ihm so, Indianer, und sie beide so, Servus, ganz entspannt, die zwei, und ja, recht schön. Es ist echt ein geiler Film. Ach. Das ist vielleicht nicht mehr etwas müde. Trotzdem, wenn man nimmer erstmal schaut, ich bin sowas von scheiß müde. Ich bin einschlafen, Freunde, ich bin sowas von schlafen. Bleib wach. Und wenn ich kennt. Ich weiß, dass ich Fotos intolerant bin und manchmal ein bisschen Probleme mit diesem Ding hier habe, diesem Bauch und mit meinem bösen Knie, wo ich meinen Kniescheibenriss hatte. Soll ich die Geschichte erzählen? Also, das war folgendermaßen. Ich habe ganz normal mit Tom und ein paar Freunden bei ihm Fußball gespielt, zwar FCA, den Dortmund. Es war ein super Tag, also wir waren ganz entspannt. Vor Anpfiff zumindest, weil wir wussten, Dortmund, das wird schwer. Wir haben geführt, wir haben ziemlich hoch verloren, 5-1 glaube ich war es, keine Ahnung. Und wir haben draußen Fußball in der Halbzeit und ich wollte schießen, also mit Anlauf bin ich beim Ball geflogen, voll auf den Steinboden aufgeknallt, das tat schon mal weh. Zum Glück ist einer von den Freunden von Tom gleich rein ins Haus und hat Toms Mutter geholt. So nett. Ach. Und ja, es war halt dann richtig scheiße. Dann war ich ein Jahr lang kaputt, durfte ein Jahr lang nicht Sport machen. Dann kam ich zurück, hab noch ein Spiel gemacht für die TSG Hochzoll. Das war Derby gegen DJK. Mein Lieblingsspiel, Derby. Ich liebe Derbys, ich bin Derby-Held. Und ich hatte auch Geburtstag mal an einem Derby, konnte aber nicht spielen. Dann war ich halt als Zuschauer da. Das war halt auch blöd, wenn man
weiß, man kann Derby spielen, aber man sitzt halt nur auf der Bank. Ich war kaum einmal in der Startelf, glaube ich, also meinem Geburtstag dann, wo ich noch spielen konnte, da war ich in der Startelf einmal bei einem Turnier. Das war natürlich dann scheiße, weil nur bei einem Turnier einmal in der Startelf zu stehen, ist natürlich doof. Also in kaum Spielzeit und wird nicht höher kommen. Weil mein großer Traum ist ja immer noch ganz oben ins Tor zu kommen, Nummer 1 zu werden. War mein Traum, sagen wir so. Und ja, jetzt hoffen wir mal, dass mir mein Brett vom Stuhl gefällt und wir sehen uns vielleicht dann. Haut rein. Ciao, ciao.